Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Trading-Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr schnell und einfach Coins machen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich wie immer gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr natürlich neu hier seid, Freunde, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die aktuelle UV-Liste ein. Man muss sagen, ja, der Markt ist wirklich sehr, sehr gut getroppt. Und wir haben natürlich neue Man-of-the-Match-Karten bekommen, wie ein Timo Werner zum Beispiel, die ich mir schon sehr, sehr gerne auf die Liste hole. Der kostet aktuell 18.000. Hier haben wir den einmal für 23 und einmal hier für 26.000 verkauft, was auf jeden Fall schmeckt. Immobilien noch weggegangen, Bebu auch absoluter Witz, 30.000 kostet die Karte. Könnt ihr euch auch easy auf die Liste gönnen. Zudem könnt ihr euch auch noch einen Saha holen, der kostet 13,5, 14k. Ist sogar einer hier für 18,75 weggegangen. Also ihr könnt natürlich auch etwas günstiger anbieten, wenn ihr den für 14 bekommt. Ihr könnt ja zum Beispiel auch für 16,5 reinstellen. Ich stelle die natürlich meistens ein bisschen teurer rein, weil ich meistens nicht so oft nachkaufen will. Wenn ich zu billig mache, habe ich nur eine Runde 15 Verkäufe. Und wenn ich das dreimal mache, habe ich dann gefühlt über 50 Verkäufe am Start. Deswegen möchte ich dauernd nachkaufen. Deswegen stelle ich meine Karten jetzt immer etwas teurer rein. Also so, dass ich natürlich 3, 4k pro Karte mindestens Gewinn mache. Ich glaube, Bebu hatte ich sogar für 28 gesniped. Also Bebu sehr, sehr günstig. Man muss natürlich sagen, einige Karten sind getroppt von meiner Liste. Ich werde die trotzdem weiterhin anbieten. Was habe ich mir noch weiterhin gegönnt? Ich habe mir die ganzen 89er auf meine UV-Liste draufgepackt. Die sind alle sehr, sehr gut wieder gesunken. Die sind unter 40.000, kann man ja mal hier drauf gehen. Kimmich 37.000, das ist so ein Top-Preis, ne? Also absoluter Top-Preis. Da könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Genauso wie Verratti. Handanovic 88er, 30.000, auch geschenkt mit einer der billigsten aktuell, den man haben kann. Hier haben wir noch ein paar UV-Spieler am Start. Kamada habe ich auch mal mitgenommen. Kriegt man auch für um die 20. Auch sehr, sehr günstig für eine Special-Karte. 87er. Hier habe ich noch ein paar Informs drauf. Das sind eigentlich immer die Kameraden wie immer. Ja, hier seht ihr noch ein paar Abschluss-Informs drauf. Die habe ich halt gezogen oder einfach halt gekauft für Abschlusspreise. Hier seht ihr noch die 89er. Also ich habe halt einige draufgepackt. Alle, die unter 40 waren, auch Donnarumma hier 37, 38. Da macht ihr nichts verkehrt. Zudem habe ich auch noch gleich 10 UV-Spieler für euch rausgesucht. Wenn ihr jetzt nicht so viel Budget habt, dass ihr euch so eine Liste hier baut wie ich. Hier haben wir nochmal ein Bebu drauf. Habe ich etwas teurer drauf gesetzt. Diaby auch sehr, sehr günstig, kostet um die 30.000 Münzen von Leverkusen. 99 Pace könnt ihr euch auch gönnen. Hier, das sind die Karten, die ich eben schon gezeigt hatte. Insigne kriegst du auch für 31.000 Münzen. Geschenkter Preis für diese Karte. Hier haben wir noch ein paar Depays rumliegen. Hier noch ein paar 89er. Also ihr seht, die Liste ist aktuell wieder sehr, sehr teuer. Ich gehe davon aus, dass wir eh bald einen Prime Icon SBC bekommen, wo wir zum vielleicht ein Player Pick bekommen, wo die natürlich hier deutlich nach oben gehen wieder. Ich glaube, wir haben sogar wieder gerade was in dem Moment verkauft. Das ist wahrscheinlich gerade am Auslaufen, ja, 10 Minuten noch. Hier seht ihr das. Natürlich muss man sagen, ein Tavernier, das ist jetzt sogar der Inform, das ist gar nicht die Special-Karte, der kostet jetzt nur 18.000 Münzen. Und ich habe die natürlich alle so um die 20 eingekauft und habe die überteuert drauf. Wenn die natürlich gesunken sind, ich würde euch die Liste weiter anbieten. Ich gehe davon aus, dass bis nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, der Markt wieder ansteigt. Also sollte auf jeden Fall, weil wir haben natürlich ein Event, sollte der Markt wieder danach ansteigen. Können kurz schauen, was sich verkauft hat. Ja, ja, wir haben einen weiteren Verkauf. Gucken wir natürlich kurz, was weggegangen ist. Und es ist sogar ein Diaby weggegangen für 35.000. Wie gesagt, der kostet 30.000. Machst du auch nichts verkehrt, habe ich jetzt auch so, ja, um die 3,5k Gewinn gemacht, nicht ganz 4, so 3,5k Gewinn gemacht mit dieser Karte, schmeckt auf jeden Fall. Und dann habe ich noch 10 Karten, wie gesagt, für euch vorbereitet, die ihr euch auf eure UV-Liste packen könnt, für etwas günstigeres Budget, wenn ihr vielleicht so 500.000 bis eine Million habt. Sage ich euch zu jeder Karte kurz was, für wie viel ihr sie kaufen sollt. Seht ihr hier, also die Preise, die ich hier beobachtet habe, sind so die Kaufpreise, die sollten auch nicht viel teurer sein. Also das heißt, natürlich, wenn ihr jetzt nachschaut und ein Cancelo statt 15,5, ihr müsst 16 bezahlen, dann geht das klar. Ihr solltet jetzt aber nicht statt 15,5 auf einmal 18 bezahlen. So, ich denke mal, das sollte klar sein. Oder bei einem Ben Yedder statt 3,6 könnt ihr auch 4.000 zahlen. Das geht auch absolut noch klar, aber nicht statt 3,6.
über 5K zum Beispiel. Also das solltet ihr natürlich nicht bezahlen. Ungefähr die Preise, die ich euch hier vorgebe, würde ich hier den Cancelo für 3K mehr reinstellen. Also ich würde den so zwischen 18 und 19.000 anbieten. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Sehr, sehr gute Karte. Ben Yedder würde ich immer 1,5 teurer reinstellen. Könnt auch nur 1000 Münzen teurer drauf packen. Jede Karte, die ihr hier seht, würde ich euch empfehlen, 5-mal zu kaufen. Wenn ihr natürlich nicht so viel Budget habt, ne, holt ihr euch natürlich keinen Sterling und so weitere Karten, dann holt ihr euch natürlich eher so einen Ben Yedder oder hier diesen Bergwein, den ich sehr, sehr den ich sehr, sehr interessant finde. Diese Karten haben eh einen Abschlusspreis von 15.000. 86er sind eh alle bei 15.000. Du hast kein Risiko mit dieser Karte, oder 16.000 sind die ja. Und die Karte ist mit einer der billigsten 86er aktuell. Zudem ist er eigentlich nicht mal so schlecht, wenn man sich diese Werte von ihm anschaut. Also man könnte den theoretisch sogar zocken. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Ein paar Mal einpacken, 2K teurer draufstellen, Abfahrt. Sterling würde ich ungefähr so zwischen 33.000 und 34.000 anbieten. Man muss sagen, bei Alba und bei Llorente ist ungefähr das gleiche so. Würde ich beide 2K teurer draufstellen, 2,5K, das heißt bis 16.000 diese beiden Karten kaufen. Und ihr macht dann so 18,5, 18,75. So, das sind so die Preise, wo ich bei ihm machen würde. Sabitzer würde ich so 4,9 anbieten bis 5,9, also 1K bis 2K teurer. Coman könnt ihr auch bis zu 3K teurer anbieten, also den könnt ihr auch locker für 18K verkaufen. Dann haben wir noch Aubameyang und Depay. Bei den Karten würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ihr unter 10.000 bleibt. Also ich würde so ungefähr mindestens 9,5 bis 9,9 diese beiden Karten anbieten. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr aber unter 10.000 bleibt. Macht ihr trotzdem noch über 1K mit diesen Karten Gewinn, was auf jeden Fall schmeckt. Ja Freunde, zudem haben wir gestern was Neues zum Erspielen bekommen, besser gesagt, müsst ihr auch manche Sachen nicht mehr spielen. Hier habe ich mich schon gewundert, was ich abgeschlossen habe, weil ich nicht mal ein Game gemacht habe. Ich musste einfach nur 4-5 Spieler kaufen per Sofortkauf. Und dann kriegst du ein 81x3 Verteidigungspack, was auf jeden Fall nice ist. Ich kann es eh aktuell nicht öffnen, da ich ja all in investiert habe. Meine 35 Millionen Coins habe ich investiert. In was könnt ihr gestern im Video abchecken, Freunde, habe ich euch gezeigt. Schließe 2 SBCs ab, habe ich auch noch nicht gemacht, werden wir natürlich auch machen. Gewinne 3 Squad Battles Partien auf Amateur. Ja, da kriegt ihr diesen Davis, okay, kann man hier gerne nicht sehen, aber da kriegt ihr diesen Token-Spieler. Ich habe ja gestern Abend kein Video gemacht, Freunde, das sage ich euch ja immer, wenn die Tokens kommen. Hier habt ihr wieder einen Token, den ihr bekommen könnt, 3 Squad Battles Partien. In Amateur könnt ihr sogar theoretisch einfach ein Tor schießen, Controller weglegen, die schießen eh kein Tor. Also bei Amateur habe ich noch nie ein Gegentor geschossen bekommen. Man muss sagen, ich habe das auch noch nicht oft auf Amateur getestet, aber ich glaube 2-3 Mal, und da habe ich bei den Spielen nie ein Gegentor bekommen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Spiele 4 online, Freundschaftsspiele, das ist natürlich ja unsympathisch. Könnte man sich natürlich gegenseitig einladen und einfach bei, ja, ein Tor machen, rausquitten, ganz einfach. Kann man theoretisch so machen, spiele 5 Rivals platzieren, muss ich eh noch machen. Erziele 30 Tore, ja, werde ich eh machen. Bereite in Squad Battles 10 Tore mit Mittelfeldspielen. Also diese Dreier-Packs finde ich auf jeden Fall cool, wo die hier geben. Zudem kriegt man Endbelohnung. Nochmal ein seltenes Mega-Pack, ist auf jeden Fall stabil, jetzt nichts Besonderes. Aber ist auf jeden Fall besser wie nichts, sage ich so, wie es ist, Freunde. So, Freunde, zudem haben wir natürlich noch 2 weitere SBCs bekommen. Einmal hier den Fredericks, rechter Verteidiger aus der Premier League, 5 Sterne Wigbuch bekommen, sehr, sehr nice. Der gute Mann kostet 120.000 Münzen. Man muss sagen, Rechtsverteidigerposition, natürlich hat man da die ein oder andere Karte von Cancelo, aber man muss sagen, der ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell hier am Start, hier mit 95, 98 Pace. Einziger Schwachpunkt wahrscheinlich bei dieser Karte, seine Verteidigung ist nicht so krass. Abfangen 83 ist sehr, sehr wenig. Ich würde wahrscheinlich, wenn ihr den machen wollt, entweder Anker oder Sentinel empfehlen, dass er nochmal defensiv ein bisschen besser ist. Wahrscheinlich sogar der James besser von Chelsea, die Headliner-Karte. Ja, müsst ihr euch überlegen, ob ihr den machen wollt. Ja, wenn ihr West Ham-Fan seid, könnt ihr euch den ja gönnen. Ich würde euch ihn abraten, würde ich euch nicht empfehlen. Was ich euch aber wieder empfehlen kann mitzunehmen, ist natürlich der Token, der wiedergekommen ist. Wir haben hier den nächsten Token am Start.
Und ja, wir kriegen hier den Kollegen hier plus ein Goldpack. Ist auch relativ chillig, was wir hier abgeben müssen. Vorher hatten wir ja hier Benzema, jetzt haben wir hier Messi. Ist alles untauschbar, also beruhigt euch, ich stoße den hier ab. Hab eh keine Verwendung für den. Und der passt halt hier perfekt rein durch den Argentinien-Link und zu dem grünen Tello-Link. Dadurch habe ich hier genau die 90 Chemie erreicht. Ich habe 92 Chemie, habe das hier mit ein paar Deutschen gebaut, hier mit Rüdiger, Marx und mit ein paar Bundesligaspielern. Rest davon in La Liga. Hat so geklappt, deswegen gebe ich es so ab. Ihr könnt es so nicht nachbauen, das sage ich auch extra dazu. Guckt einfach, was ihr im Verein habt und baut das Prinzip so ähnlich. Einfach relativ easy. Werdet ihr einfach hinbekommen. Ihr seht, ich habe auch den einen oder anderen Spieler hier nur auf 7 Chemie. Geht trotzdem klar. Wir haben 92 Punkte, besser gesagt 92 Chemie. Das stoßen wir noch ab. Und ja, Freunde, dann haben wir das hier abgeschlossen. Ich will ja diesmal alle Tokens mitnehmen, dass wir vielleicht den Player-Pick da am Ende mitnehmen können für 24 Punkte oder 22 Punkte ist das, glaube ich. Kommt natürlich darauf an, wie viele zur Auswahl sind. Wenn da nur 2 zur Auswahl sind, werde ich das auf keinen Fall machen. Bei 3 muss ich mir das überlegen. Und wenn 4 zur Auswahl sind, werde ich das wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall mitnehmen, Freunde. Ja, Freunde, und dann haben wir noch eine letzte Info zu Ende. Es ist jetzt der Fail passiert, dass ihr beim Draft, also wenn ihr ins Draft geht, dass ihr die Icons, die Moments, die schon verfügbar sind, mit einer anderen Version spielen könnt. Also hier seht ihr ja, der mittlere Schweinsteiger, oder müsste der mittlere Schweinsteiger sein, konnte man einfach mit dem Moments Schweinsteiger in einem Team im Draft spielen. Also wenn ihr im Draft Icons zur Auswahl bekommt, nehmt die ruhig. Ihr könnt auf jeden Fall mehrere Versionen in einem Team spielen. EA wird das beheben, bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist nur, wie lange das dauert. Und ja, Freunde, das wäre es auch mit dem heutigen Video gewesen. Sehr, sehr viele Informationen am Start, sehr, sehr viele Trading-Tipps, die ein oder andere SBC ist gekommen. Ein bisschen was können wir ja spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Ich bin für heute raus. Haut rein. Ciao, ciao.